Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, es gibt so viele Magic-Karten, dass man gar nicht alle kennen kann. Und deswegen haben wir in der jetzt schon 67. Folge, ne, diese Reihe ins Leben gerufen, die besten Magic-Karten ihrer Art. Und heute, Wunschthema, die besten Piraten. Hey ho! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, ich muss es machen. Warum können Piraten kein Mathe? Nee, keine Ahnung. Weil sie Piraten. Ah! Warum können Piraten kein Magic spielen? Sag es mir. Weil sie auf dem Deck sitzen. Den hast du, glaube ich, schon mal irgendwo gebracht. Aber egal. Ja gut, okay, also ja. Das ist ein Mitmachformat. Ich höre es auch mit den Witzen auf. Wir gucken uns die besten Piraten an. Ist ein Wunschthema. Also falls irgendein Piraten jetzt nicht erwähnt wurde, den ihr toll findet oder nachher nochmal irgendwie in der Magic-Edition auftaucht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ebenso wie wenn ihr euch ein anderes Thema wünscht. Denn Piraten ist wirklich auch ein Wunschthema. So lange gibt es den Tribe auch noch nicht. Ne? Ja, und immer in der besten Video ist immer eine Verlosung mit dabei von Ultimate Guard. Gibt es diesmal auch schön eine Boulder and Tray 100 Plus Deckbox. Ich habe die jetzt mal nicht ausgepackt, weil wir sagen, da gibt es noch was dazu. Aber sprich, ihr könnt die Deckbox entsprechend so auseinandernehmen, hinstellen, Karten senkrecht reinstellen und ein Würfelfach ist praktisch auch mit dabei oder ein Tokenfach entsprechend. Ne? Genau. Aber das reicht uns ja nicht. Deswegen gibt es noch Portex Matt Sleeves mit dabei. Wir drehen das ja gerade hier kurz vor Weihnachten. Ne, deswegen darf es ein bisschen mehr sein. Hüllen, die im Mittelpreissegment angesetzt sind. Nochmal, wenn es nochmal besser sein darf, sind die Katana Sleeves, aber auch die Cortex Sleeves spielen sich richtig gut. Zocken wir selber auch öfter. Und die sind jetzt hier im Transparent gehalten. Genau. Sehen dann entsprechend so aus. Sie sind ja matt. Das heißt, von vorne sind die ein bisschen matt. Ich habe jetzt mal den Fluch des Missgeschicks mitgebracht aus der vorigen Folge. Die, da haben wir die besten Flüche in Magic the Gathering vorgestellt. Auch sehr, super. Sehr cool. Und von der Rückseite seht ihr hier so ein bisschen, ist das so leicht angeraut. Das heißt, die haben auch eine gute Haptik. Genau. So spannt sich die Karte an. Inner Sleeves könnt ihr auch noch verwenden oder so, um es double zu sleeven oder so. Also eine generell gute Sache. Und die beiden Items gibt es entsprechend zusammen. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr was macht. Den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Genau, dann wünschen wir euch viel, viel Glück. Genau. Ne? Dann legen wir das mal an die Seite, denn es geht jetzt ja um die besten Piraten. Sind natürlich immer gehighlightet, weil wir jetzt gerade bei den verlorenen Höhlen von Ixalan als Edition sind. Und mit Ixalan kamen zum ersten Mal richtig viele Piraten ins Magic-Universum rein. Ist natürlich immer sehr, sehr coole Sache, auch gerade für Commander-Decks, wenn man sich einen Piraten-Tribal machen möchte oder so. Ne? Und ich selber habe zu Ixalan damals mir ein Piratendeck gebaut, das war total mega aggro. Da haben wir uns auch mit duelliert. Also das Video ist auf dem Kanal auch noch online. Wenn ihr selbst mal Bock habt, euch zu duellieren, vielleicht auch mit uns oder so, dann guckt mal auf der Trader-Webseite traderonline.de unter der Rubrik Events. Da sind nämlich die Veranstaltungen für den Trading Card Superstore. Und da wird gedraftet, da wird Commander gespielt und da könnt ihr uns auch treffen und vielleicht auch sogar im Stream spielen. Ja. Ja, jetzt aber zu den besten Piraten, oder? Richtig. Hey ho, let's go. Da sind wir mit direkt dem ersten, den du erstmal vorhin. Ich habe jetzt mir das leer gelabert. Weißt du, so, oh. Angrat Minotauren Pirat. Okay, für 6 Mana, ein 4-beliebiger, ein schwarzes, ein rotes, das ist ein legendärer Planeswalker Angrat. Kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spiel und sagt für +2, der Minotauren Pirat fügt einem Gegner deiner Wahl und jeder Kreatur, die der Spieler kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. -3 bringe eine Piratkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Das finde ich eine sehr starke Fähigkeit. Das definitiv. Und für -11 zerstöre alle Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren. Die einen Gegner. Die einen Gegner deiner Wahl kontrolliert. Angrat Minotauren Pirat fügt dem Spieler Schadenspunkte in Höhe ihrer Gesamtstärke zu. Da geht's doch schon gut los, oder? Also das sehr guter Piratenplanswalker auf jeden Fall. Genau, oder vielleicht auch einfach euer, obwohl ja, darf jetzt nicht, steht es nicht dabei, dass der euer Kommandeur sein darf als Planeswalker. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja, so, geht's jetzt weiter mit einer Supportkarte.
Feurige Kanonade habe ich damals auch gespielt. Ne? Kommt ist ja hier entsprechend gut, aus Nixdorf, finde ich richtig, richtig gut. Ne? Also, dass das ja einfach so stammesspezifische Karten haben. Ja. Ne? Ein rotes und zwei spontan sauber. Die Feurige Kanonade fügt jeder Nicht-Pirat-Kreatur zwei Schadenspunkte zu. Das finde ich richtig gut. Du spielst ja nur Piraten, wenn man es ja halt einfach. Und die Piraten sind schon eigentlich halt ist einfach sehr aggressiv auch zu spielen. Ne? Also, das ist so richtig, richtig gut. So, können auch fliegen. Der jetzt nicht, okay, aber dann ja, gleich. Korsarenkapitän. Für 3 Mana 2/2. Immer wenn der Korsarenkapitän ins Spiel kommt, erzeugt einen Schatzspielstein. Ne, das ist ja auch so ganz beliebt bei den Piraten. Klar. Ist halt einfach ein Artefakt für Tappen und Opfern, erzeugt einen Mana einer beliebigen Farbe. Und sagt, andere Piraten, die du kontrollierst, ein +1/+1. Ja, Schätze sind auch durch die Piraten eigentlich zum ersten Mal so richtig hochgekommen, so irgendwie, ne? Weil ja. Piraten wollen natürlich entsprechend auch Schätze haben und so, ne? Und klar. Das ne? sind ja auch Artefakte. Ne? Ja, macht doch voll Bock. Macht doch voll Bock. Ne? Ich kriege ja hier gerade voll die Flashbacks, weil ich Piraten ja auch schon gespielt habe. Ne? Also Admiralin Beckett-Tolkien war ja dann im Full-Power-Deck natürlich drin. Wir haben da auch dazu damals Einsteiger-Decks gemacht, nach dem Motto Magic muss nicht teuer sein. Und dann wieder Full-Power-Decks, also mit Auswahl, Zugriff auf alle Karten. Richtig. Ja, ja und die habe ich natürlich auch gespielt, ganz klar. Ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes. Das war entsprechend dann natürlich auch dann die Deckfarben. Legendäre Kreatur, Mensch-Pirat, 3/3. Andere Piraten, die du kontrollierst, halten +1/+1. Cool ist aber noch die andere Fähigkeit, nämlich übernimmt zu Beginn deines Endsegments die Kontrolle über eine bleibende Karte, die kein Land ist und die von einem Spieler kontrolliert wird, dem in diesem Zug von 3 oder mehr Piraten Kampfschaden zugefügt wird. Da merken wir, was wollen Piraten? Kampfschaden zufügen. Und wir behalten die Kontrolle, was auch super ist. Ja, ne? Wir behalten die Kontrolle. Ne? Und ja, und Piraten wollen auch angreifen. Ja. Ne? Das ist ein super Commander. So. Die wollen halt entern gehen. Die wollen einfach so richtig drauf. Also Piraten. Super, ganz ehrlich. Und der Tribe ist auch nicht so teuer. Also wenn man sich die Karten einzeln zusammenbestellt und so, die machen mega Spaß. Ihr werdet nicht als der mega aggressive Spieler empfunden, die machen einfach Bock so und da kann man nicht da kann man sich auch hey ho als Erwachsener einen Rum dazustellen, wenn man sagt, die Freundeskreis im Küchentisch Magic. Ich muss aufpassen, was ich sage. Wir haben hier auf jeden Fall die Schreckens. Finger weg vom Alkohol. Giftmischerin, ja. Für ein beliebiges Mana und ein schwarzes, eine 2/2-Kreatur mit Aufblitzer, heißt also man kann sie mit Spontanzaubergeschwindigkeit spielen, hat Todesberührung, heißt also tötet, egal wie. Und wenn die Schreckensflotten-Giftmischerin ins Spiel kommt, erhält ein angreifender Pirat deiner Wahl, den du kontrollierst, +1/+1 und Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Super, der opfert sich dann praktisch so gesehen, weil Erstschlag haben sie jetzt ja nicht. Erstschlag-Kombination mit Todesberührung ist natürlich mega gut, ne? Aber einfach Todesberührung, da hat der Gegner immer schon Respekt vor. Ja, ist halt ziemlich praktisch, wenn du halt irgendwie der Gegner mit einer großen Kreatur angreifst und dann flashst du den halt rein und lässt dann vielleicht irgendwie noch einen 1/1er-Token oder sowas den Riesen blocken. Ja. Oder irgendwie deine Kreatur wird von einem Riesen geblockt. Ja, kannst du mannigfaltig anwenden, ne? Und alleine auch wenn du angreifen gehst oder dann überlegt der Gegner natürlich schon, ob der mit einer dicken Kreatur dann blockt oder so, weil die wäre dann ja auch tot, Todesberührung, ne? Schaden und dann sterben. So, Admiral Tolkien, die Unsinkbare. Da haben wir jetzt eine Commander-Karte aus Lost Cavern aus Ixalan Commander. Hatten wir schon vorhin auch, aber das ist jetzt der Commander auch, ne? Ah, okay. Ja, wieder blau, schwarz, rot. Da seht ihr, das sind so die Piratenfarben. 2 beliebige noch dabei, dann 3/3. Wenn Admiral Tolkien, die Unsinkbare ins Spiel kommt, millst du 4 Karten. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Pirat-Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Sie hat Basisstärke und Widerstandskraft 4/4. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Falls eine Kreatur mit einer Endgültigkeitsmarke sterben würde, schickst du sie stattdessen ins Exil. Aber ne, die hat ja dann entsprechend auch die Fähigkeiten. So, die, ne? Das ist einfach die ist so stark. Ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen Zombie-Piraten. Alles wieder zurückzubringen als 4/4er. Mächtig. Ja. Sehr mächtig. Gut. Dann die Sirenen-Sturmbändiger. Da sehen wir, da haben wir einen fliegenden Piraten. Genau, für ein blaues Mana eine 1/1-Kreatur, Sirene-Pirat-Zauberer. Fliegend und für ein blaues Mana opfer den Sirenen-Sturmbändiger. Neutralisiere einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit deiner Wahl, der bzw. die dich oder eine Kreatur, die du kontrollierst, zum Ziel hat. Finde ich super, weil das ist eine ständige Bedrohung. Ja. Ist ein super One-Mana-Drop. Wir haben ja gesehen, Piraten werden auch verstärkt durch andere Piraten oder so. Wir können die natürlich auch noch ausrüsten mit irgendwas. Wir haben euch auch schon mal die besten Ausrüstungen im Magic the Gathering vorgestellt und so weiter und so fort. Richtig gut. Ne? Und auch gerade
dass die halt fliegen können. Ne? Hier der nächste spektrale Seemann, das ist halt dann einfach blau nochmal mit dabei. Ne? Ja, Hauptset 20, 1-1 für einen Mana aufblitzen. Das heißt, du kannst diesen Zauberspruch zu jedem Zeitpunkt wirken, zu dem du einen Spontanzauber wirken könntest. Fliegen und im Late Game auch gut, denn für 4 Mana zieh eine Karte. Und fürs Commander-Game vielleicht auch nochmal spannend, wenn wir so in den High-Mana-Bereich rauslaufen. Das ist halt pumpbar. Ne? Du musst ihn nicht tappen oder sonst irgendwas. Er kann dich vielleicht sogar nachher für 8 Mana 2 Karten ziehen lassen oder so. Ne? Also So, hier ist wieder eine neue Karte. Malcolm, Betören der Halunke. Für 2 Mana eine 2-1-Kreatur mit Aufblitzen und fliegend. Muss ich mich ein bisschen daran gewöhnen, dass Piraten natürlich auch auf einmal Sirenen sein können. Da mixt Magic ja so ein bisschen hin und her. Da müsst ihr mal ein bisschen drüber wegsehen. Ja. Ist halt so. Richtig. Ne, Immer wenn Malcolm, betörender Halunke, einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine Core-Marke auf ihn. Ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Falls 4 oder mehr Core-Marken auf Malcolm liegen, kannst du die abgeworfene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Bam! Heißt also, du wirkst gerade seine Karte und ziehst noch eine Karte. Ja. Wenn da genug Marken drauf liegen. Aber kannst du natürlich auch irgendwie durch Wuchern, kannst du ja auch Marken drauflegen. Ne, beispielsweise. Genau. Und generell ist, also auch, noch mehr, ist er halt auch, da siehst du einfach mal, wie stark das Thema auch wieder wird, wie aggressiv das auch ist. Einfach auch für 2 Mana 2-1 fliegend aufblitzt. Der ist richtig, richtig, ne? Gut. Also du kannst du wirklich gucken, was passiert im Zug oder so und dann am Ende der gegnerischen Runde, zack, flasht den nochmal irgendwie rein oder so. Also ist schon. Also Piraten sind auch gerade durch Lost Commons vom Thema nochmal deutlich stärker geworden. Ne? Deswegen machen wir erst nochmal diese Vorstellung hier, weil das macht natürlich nochmal umso mehr Bock, dann da mit zu zocken. Ne? So, Breaches, eifriger Plünderer, ebenfalls neu. Rot und 2 Mana Goblin Pirat, 3-3. Erstschlag für 3 Mana. Ja. Immer wenn ein Pirat, den du kontrollierst, angreift, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Erzeug einen Schatzspielstein. Eine Kreatur deiner Wahl kann diesen Zug nicht blocken. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Piraten sind sehr günstig. Ne? Merken wir einfach auch da nochmal, macht unglaublich viel. Und warte mal, hatten wir nicht irgendeinen Piraten, der auch Todesberührung geben kann und so? Wo wir sagen, da hätten wir jemanden, der Erstschlag hat oder so. Der überraschend sagt, kriegt das noch Todesberührung. Bam! Ja, muss ja auch nur angreifen, also kannst du ja vielleicht auch schon aufdecken und dann liegt da die Aufblitzen-Kreatur oben drauf und dann ist der Gegner so. Ja gut, ne? Was jetzt? So, erbarmungsloser Plünderer für 4 Mana, eine 1-4-Kreatur. Immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erzeuge einen farblosen Schatzspielstein mit Tappen, opfer dieses Artefakt, erhöhe dein Mana-Vorrat um einen Mana einer blinkenden Farbe. Der ist tatsächlich auch sehr stark. Ja. Ne? Also, weil du einfach dann entsprechend da dieses Artefakt-Mana bekommst. Und du kannst natürlich auch, wenn die Schätze nicht opferst, auch wunderbar irgendwie mit Artefakten dann irgendwie spielen. Mal gucken, ob da gleich noch die Beutekarte irgendwie kommt oder so. Wir werden sehen. Erpresser vom Hafen. Rot und 1, Goblin Pirat 1-2. Wenn der Erpresser vom Hafen ins Spiel kommt, erzeuge X Schatzspielsteine, wobei X gleich der Anzahl an Artefakten und Verzauberungen ist, die deine Gegner kontrollieren. In Commander auch ordentlich. Ja. Definitiv. Also kannst du gut viele Schätze erzeugen. Ja. Die ich natürlich auch deutlich schneller machen. Ne? Ja, klar. Also, ja, richtig, richtig gut. Also du willst ja auch nicht schneller. Also, ja. Ich finde, ja, gut. Kapitänin Storm oder Storm, Cosmium Erbeuterin. Für ein blaues Mana, ein rotes Mana, 2-2. Und immer wenn ein Artefakt unter. Ein Schatz ist ein Artefakt. Ja, immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf einen Piraten deiner Wahl, den du kontrollierst. Sehen wir eine gute Kombination von Karten? Ich glaube ja. Definitiv. Ja, das ist das gute Blau. Auch für 2 Mana, 2-2. Das ist das gute Blau. Das ist das gute Blau. Ja. So. Zeitstrom-Navigatorin. Jetzt mal Mythic Rare, Blau und 1. Mensch-Piraten-Zauberer 1-1. Aufstieg. Das war damals in Rivalen von Ixalan auch eine coole Fähigkeit. Falls du 10 oder mehr bleibende Karten kontrollierst, erhältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Dann bist du praktisch dann gesegnet, weil du hast irgendwie da entsprechend die Stadt gefunden. Ja, ne? Ja, für 2 blaue und 2 Tappen lege die Zeitstrom-Navigatorin unter die Bibliothek ihres Besitzers. Du erhältst nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du den Segen der Stadt hast. Ja? Und natürlich kann man da auch wieder drum rumspielen, dass man sich die dann irgendwie wiederholt und tralala und sonst irgendwas und so. Dann wird es halt dann cool. Ne? So, jetzt wieder Attacke.
Kriegsgleiter-Marodeuren, die kann ich mich noch erinnern. Die war fies. Für 2 Mana 2/1 mit fliegend. Und immer wenn die Kriegsgleiter-Marodeuren angreift, verliert eine Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, alle Fähigkeiten unter Basisstärke und Widerstandskraft 0/1 bis zum Ende des Zuges. Ja, das macht unglaublich Druck. Ich hatte auch so Flashbacks, wie irgendwie, du hast das Piratendeck ja auch mal gespielt. Wir haben ja tausendmal gegeneinander gespielt. Und sonst immer so, du warst da irgendwie mit dicken Kreaturen irgendwie unterwegs oder sonst irgendwas, die dann aber halt 0-1 wurden. Richtig. Und wenn du dann noch Schaden schießen kannst, ne, dann muss es ja nur einer sein. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt, also wir sind jetzt ja mittlerweile ein bisschen mehr auf Küchentisch-Magic und auf Command, also jede Karte einmal ausgerichtet. Aber wie gesagt, die Karten sind jetzt vom geldlichen Aspekt nicht so teuer. Man kann sich auch ein mega krasses Duell-Piratendeck bauen mit irgendwie die Karte 4-mal, die Karte 3-mal oder so. Und das ist dann richtig Attacke, ne? Das ist auch richtig, richtig gut. Ne? Breitseitenkanoniere als nächsten Pirat. Rot und 2 Mana, wieder ein Goblin, 2-2. Bedrohlich und eile, also kann direkt angreifen und kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und Prahlen. Passt auch super zu Piraten. Ja. Opfer eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt. Wir erinnern uns an die Schätze. Die Breitseitenkanoniere fügen einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe von 2 plus den Mana-Betrag des geopferten Permanents zu. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls diese Kreatur in diesem Zug als Angreifer deklariert wurde und nur einmal pro Zug. Einmal pro Zug ist natürlich ein bisschen schade, aber sonst wäre es auch einfach viel zu kostbar. Aber ist auch so schon sehr stark, ne? Ja. Ja, du kannst auch immer lustig hinterher schießen, ne? Ja. Wenn du irgendwie dann irgendwie mit Piraten irgendwie die Kreatur dann noch nicht platt kriegst oder sonst irgendwas, dann kannst du dann wieder schießen, ne? Oder auch einfach wieder hier einfach, dass du entsprechend 0-1er wegballerst oder was, ne? Ja, Karizev, Freibeuterin der Lüfte, für 2 Mana 1/3 mit Erschlag und bedrohlich. Und immer wenn Karizev, Freibeuterin der Lüfte, angreift, erzeuge einen getappten und angreifenden legendären 2/1 roten Affe-Kreaturen-Spielstein namens Ragavan. Schicke den Spielstein am Ende des Kampfes ins Exil. Ja, das ist auch immer sehr, sehr schön. Zum einen macht der Affe nochmal wieder Druck, ne? Und aber auch dieses irgendwie, kannst du schön drumherum bauen. Aber auch halt einfach für 2 Mana 1/3 mit Erschlag bedrohlich und macht noch einen 2/1er beim Angriff, ist halt auch einfach schon sehr stark. Ja, die machen sehr viel Druck. Ja. Ja, komm, da kommt Ragavan entsprechend auch nochmal mit dabei. Das ist eine Money Rare. Das ist eine Money Rare. Ne? Der kam hier entsprechend aus Modern Horizons 2 für ein rotes Mana. Stark. Legendäre Kreatur, Affenpirat für ein rotes Mana 2/1. Das ist schon mal generell schon mal super. Definitiv, ne? Ja. Immer wenn Ragavan flinker Dieb einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein und schicke die oberste Karte der Bibliothek des Spielers ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du die Karte wirken. Muss natürlich die Mana-Kosten bezahlen. Richtig. Ne? So, und er hätte auch Sturmangriff. Sturmangriff würde dann ein rotes und 1 kosten. Ist also tatsächlich teurer als seine normale Casting-Kost. Ne? Du kannst diesen Zauberspruch für seine Sturmangriff-Kosten wirken. Falls du dies tust, erhält die Kreatur Eile und kehrt zu Beginn des nächsten Endsegments aus dem Spiel auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ne? Das heißt entsprechend, das ist einfach ist gut. Ja. Gefällt mir. Der ist sehr stark. Hat sich auch sehr bewährt im Turnierspiel. Das auf jeden Fall, ja. Gut, so jetzt wieder schwarz-böse. Die Flugdrachen-Freibeuterin für 2 Mana 1/2 mit fliegend und immer, wenn die Flugdrachen-Freibeuterin ins Spiel kommt, zeigt ein Gegner deiner Wahl die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Schicke die bestimmte Karte ins Exil, bis die Flugdrachen-Freibeuterin das Spiel verlässt. Ja, auch ein sehr gutes Removal. Die kann dir natürlich zerstört werden, aber du nimmst natürlich einfach mal eine starke Bedrohung weg. Erstmal kannst du die Hand des Gegners sehen, ne? Das weißt du schon mal, worauf du dich einstellen musst, genau, und dann, ja, klaust halt ein Removal, ne? Ja. Vielleicht das Removal, was die Freibeuterin zerstört hätte, so. Ja, die sind einfach in Kombination einfach sehr, sehr gut, ne? Weil die sich gegenseitig unterstützen. Die Piraten, die ganze Meute, ne? Ja. Die will sich ja da unterstützen. So, Schreckensflotten draufgering, passt auch super rein. Rot und 1, also wieder eine 2 Mana, 2/1, ne? Erstschlag. Wenn die Schreckensflotten draufgegangen ins Spiel kommt, schicke eine spontane Zauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Du kannst die Karte in diesem Zug wirken und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana eines beliebigen Typs. Falls jene Karte in diesem Zug auf einen Friedhof gelegt würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ne? Also einfach dieses, du hast praktisch nochmal diesen Kartenvorteil, dass du einfach nochmal mehr Speed bekommst, weil du dann zum Beispiel vielleicht einfach die gegnerischen Removals dann nochmal spielen kannst oder was immer dann sich da so drin befindet. Ne? Also da habe ich auch schöne Erinnerungen dran, das hat dich immer geärgert. Das sowieso, ja. So, Geiselnehmerin. Auch die ist auch wirklich super für 2 beliebige, ein blaues, ein schwarzes Mana, eine 2/3 Kreatur, Mensch, Pirat. Wenn die Geiselnehmerin ins Spiel kommt, schicke ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, bis die Geiselnehmerin das Spiel verlässt.
Du kannst jene Karte wirken, solange sie im Exil ist. Und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Finde ich super. Ja, weil erstens, du kannst eine Kreatur klauen, was halt mega stark ist. Ne? Also ist ja schon fast wie ein Removal. Ja. Und dann spielst du es ja einfach selbst aus. Ne? Ja. Das ist halt so stark. Ist wurde auch gegen mich noch im Commander-Match angewandt. Ne? Ja, jetzt da wollte ich gerade noch mal eben kurz drauf kommen, nämlich, dass praktisch die Geiselnehmerin war anfangs, Piraten-Thema waren, war die relativ teuer im Einzelkartensegment, ist aber dann praktisch durch Reprints, wie zum Beispiel im Commander-Deck, ist die einfach dann deutlich günstiger geworden. Richtig, das ist ja letztendlich ganz egal, aus welchem Format ihr die spielt oder sowas. Ne? Also wenn es jetzt nicht ganz sagt, ich muss das Set zusammensammeln oder so, aber das ist dann ja auch wieder schön, wenn man Bock auf Piraten hat. Das sagst du, ha, ne? Gerade wenn es reprintet wird, kommst du da einfach günstiger ran. Ja. Ne? Das einzige Negative an der Karte ist, dass der andere Spieler dich dann hasst, weil du dann mit seiner Kreatur spielst. Ja, das kommt vor bei Magic. Ja. Fesselndes Crewmitglied. Rot und 3, 4-3, also erstmal teurer und dicker. Und auch geht auch in die Richtung für 4 Mana. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Enttappe die Kreatur, sie hält eine bis zum Ende des Zuges, aktiviert die Fähigkeit nur zum Zeitpunkt, zu dem du auch an nächste Reihe wirken könntest. Ja. Und da ist auch wieder schön, wenn wir da jetzt, würde ich mal das auf Commander betrachtet sehen, mit dem High-Mana-Bereich haben wir später Mana irgendwie. Ne? Und dann kannst du einfach dann da reinballern, dass du zum Beispiel irgendwie zweimal machst. Und du kannst ja natürlich auch einfach klauen und irgendwie mit anderen Karten opfern. Ja, natürlich. Na, wie zum Beispiel vorhin den Prahlen. Piraten, ne, der sagt halt, ja, auch von der Kreatur und dann kannst du ja Schaden schießen. Ja. So, auch mal eine fiese Kombo. Nicht spoilern. Handelspiraten für 4 Mana, eine 2-4 Kreatur, die sagt immer, wenn die Handelspiraten oder ein anderer Pirat unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, tappe bis zu eine Kreatur deiner Wahl. Die Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers, solange du die Handelspiraten kontrollierst. Da hast du ein Flashback, ne? Karten, die Karte mag ich nicht. Ja, die ist wirklich sehr, sehr stark, ne? Ja. Hatte Patrick auch gegen mich benutzt im Commander-Match und hatte halt, hat einfach. Die nächste lang Commander-Match, ne? Richtig, ja, genau. Ja. Und hatte halt einfach wirklich alles von mir weggetappt. Mhm. Und mein Commander konnte ich dann nicht mehr verwenden, ne? Ja, die ganze Zeit. Halt mega, mega stark. Ja. Du musst halt nur die Handelspiraten entsprechend noch irgendwie auch beschützen können, ne? Und so. Richtig, aber dann ist halt richtig, richtig gut, ne? Und da erinnere ich mich auch sehr positiv daran. Ich fand es nicht so witzig, aber so, okay. So. Okay, die Schatzkarte haben wir jetzt nicht mit dabei. Ne? Ich weiß es gar nicht, wie sie heißt. Irgendwie Revel the Riches oder was heißt die auf Englisch oder was? Also irgendwas mit Reichtum auf jeden Fall. Egal. Aber ihr könnt es ja in die Kommentare reinschreiben. Wir sind dann bleiben also wirklich jetzt bei den Piraten hier. Dann bringen wir den Schiffsrumpfbrecher nochmal als letzte Karte für ein blaues und 2 Mana. 3-2 aufblitzenden Mehrvolkpirat jetzt an dieser Stelle. Falls ein Gegner eine Karte ziehen würde, abgesehen von der ersten, die er in jedem seiner Zielsegmente zieht, erzeugst stattdessen du einen Schatzspielstein. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Ne? weil der auch einfach dann da irgendwie einfach mal Stopp sagt. Ne? 3-2 ist er auch noch. Auflisten kannst du auch. Sehr schön, sehr schön. Piraten sind sehr mächtig. Und sehr vielseitig. Sie sind günstig, machen viele Schätze, wodurch sie noch schneller werden. Ich liebe sie. Jetzt gehst du ein bisschen sehr weit raus, glaube ich. Ne? Aber wir haben ja irgendwie nur irgendwie ein bisschen über 20 Karten oder so. Aber dann legen wir mal aus. Ne? Geiselnehmerin finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich kann dir wirklich nochmal sagen, also gerade in der Kombination miteinander machen die so richtig Bock. Ne? Weil die sind nicht zu hart, so einzeln betrachtet oder so. Aber die machen halt auch sehr schnell irgendwas. Das ist ja gerade auch so ein bisschen so der Reiz bei Magic, dass sich jeder Tribe auch ein bisschen anders spielt. Ne, also, dass sich Piraten wieder, wenn ihr da Bock drauf habt oder so, schreibt es mal in die Kommentare, probiert es einfach mal aus, ne, denn die machen mega Spaß. Guck mal, legen wir das mal so aus. Ne, und passt doch. Hast du einen Lieblingspiraten? Boah. Oder nur noch einen, wo du sagst, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Also es gibt halt viele starke, ne? Also ich finde halt, Geiselnehmerin finde ich mega. Hätte ich jetzt praktisch auch gesagt, weil die natürlich, die war damals so der Key, so, auch, fast so die Schlüsselpiraten. Ne? Admiral also, in Tolkien ist natürlich auch, da sind beide Kartenvarianten auch wirklich sehr, sehr gut, weil es halt so der Commander. Du hast auch einfach nochmal diesen krassen Unterschied, ist, ne? Ob du jetzt einen 2-Mana-Piraten hast oder einen 4-Mana-Piraten. Den finde ich als neuen Piraten auch richtig, richtig super stark. Ne? Ja. Aber ihr merkt, wir gehen da auch mehr in die Breite. Ne? Also insofern, dann werfen wir euch mal das Bällchen mal zu. Also dann schreibt doch mal eure Feelings in die Kommentare. Ne? Was ist denn euer Lieblingspirat? Beziehungsweise habt ihr noch Hinweise auf andere Piraten oder Piraten-Support-Karten? Dann schreibt es gerne auch mal zu, damit andere Spieler, Spielerinnen da mal in den Kommentaren noch mal gucken können, sich noch Anregungen holen können. Und wie gesagt, auch wenn ihr ein eigenes, anderes Thema noch habt, das wir hier gerne behandeln möchten, dann schreibt es auch gerne mit rein. Wir lesen ja mit.
Ja. Ne? Und vielleicht kommt es dann ja auch. Piraten war ja auch ein Wunsch. Ne? Und ansonsten, liked gerne das Video, wenn es euch gefällt. Ne? Ja, schreibt für die Kommentare, abonniert den Kanal, unterstützt uns damit. Ne? Und ja, suchtet euch mal durch die Videos, ne? Denn da gibt es ja schon viele. Allein jetzt hier Folge 67. Ne? Und da hat man immer wieder gute Deckbauideen, so, ne? Was es da gibt. Fall, ne? Ja. Und es müssen auch nicht immer teure Karten sein. Ne? Aber coole Themen, auch einfach gerade so, fürs, wo man sagt, oh, die Karte kannte ich noch gar nicht und so. Also ich mag die Reihe selber auch. Aber es gibt natürlich noch viele weitere andere Videoformate, wie die lustigen YouTube-Shorts einmal in der Woche. Ihr könnt Regelfragen stellen bei Frag den Judge. In den Magic News geben wir euch Infos über kommende Serien. Und wir haben natürlich auch coole Play-Videos, wie zum Beispiel die Commander-Play-Videos, ja, wo wir mit Karteneinblendungen, wo wir euch zeigen, wie man Magic spielt, wo ihr das Commander-Format auch generell ein bisschen mehr kennenlernt oder dann zum Beispiel auch sehen könnt, wie sehr die Handelspiraten Julian zerstört haben. Ja. Haben sie wirklich? Haben sie wirklich, würde ich sagen. Die haben sich richtig ausgebremst. Ne? Die haben halt meinen Commander zerstört. Die haben, ruiniert sozusagen. Die haben dein Schicksal besiegt. Der Commander ist ja schon so mit einer stärksten Karte im Deck. Ja, da war einfach dann so zack, fertig aus. Ne? Ja, gut, dann. Aber wie gesagt, sind wir an dieser Stelle raus. Ne? Kommt gerne im Trendiger Superstore vorbei, aber generell habt eine schöne Zeit mit Magic. Wir wünschen euch, je nachdem, wann ihr seht, hier schöne Feiertage, ne? Einen schönen, schöne Weihnachtszeit, schönen Jahreswechsel. Wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten und ja, verabschieden uns da. Ich bin raus mit Hey ho, Freunde, let's go! Tschüss!